Taschen, Leute, da kommen wir zur nächsten Etappe. Ich bin ein bisschen vorgeschritten zu der vorletzten Etappe der Vuelta Española. Mal sehen, was heute so drin ist. So, wir werden heute mit unserem Marlene Buchmann um die Bergpreispunkte kämpfen. Probieren das Minimum, man kann es ja nur probieren. Versuchen geht über studieren. Ach so, heißt der Spruch, nee. So, da fährt der Konrad wieder weg. Der hat wieder Probleme. Der Marlene Buchmann, der fährt noch nicht weg. Der fährt hier noch nicht weg. Der kann noch nicht wegfahren. Jetzt fährt er. Sagt jemand an, die Stevenheit, da immer hinterher. Hoffen wir mal, dass es gut wird mit Reeves. Da kommt der Sanchez, da kommt der Villela, Baderski, Chris Anker, Sörensen, so Chris Anker, natürlich der Albert Timmer kommt. So, dann reihen wir uns mal hier ein. Dann reihen wir uns da mal ein, dann lassen wir jetzt so hier den Abstand von Emanuel Buchmann. So, wir machen natürlich den Abstand von ihn hier und wo sah der Jakob, da ist er. Ihn hier. So, hier nochmal Tempo wieder reduzieren. Ich hoffe natürlich, dass nicht so die stärksten Bergfahrer dabei sind. Aber es scheint auch nicht so. 72, 73, Sanchez, Paterski, Chris Anker, Sørensen ist der stärkste. Eine gute Tagesform von Emanuel Buchmann und dann scheint was drin zu. Oh ne, kommt denn jetzt? Hau ab, Adam Hansen, der ist nicht so schön. Oh ne, blöder Schweizer, hau ab. Jetzt passiert das Tempo wegen dir, du Aloch. Hier kommt der Anstieg, da können wir Tempo forcieren. Der dauert noch ein bisschen. Ja, die haben nur 1,30. So, warte, die kommt gleich, der kommt gleich der Anstieg, dann können wir richtig Tempo bolzen. Und dann gleich, warte, eine Minute. So, jetzt können wir mal, da ist das Tempo. So, die letzten 8 Kilometer. Forcieren wir, dass die Jungs da nicht rankommen. Nee. Gucken wir mal gleich, wer die gute Tagesform hat. Im Feld hat sich's beruhigt. Nee, doch nicht. Und dann hat sie rechts da einklemmen lassen, dass ihr Feld meldet. Aber der Abstand wird größer. Buchmann hat bestimmt mit den Jungs gesprochen und hat gesagt, lasst mir die Bergpreispunkte. Und ich fahre euch immer die Berge hoch. So könnte man es eigentlich absprechen. Wenn man weiß, ich habe keine Chance. Oh, Paul Voss hat heute gegen den Tag. Ah, ne, kommt noch nicht. Also immer 3,5 Kilometer. Oh, das Feld hat bestimmt das Tempo jetzt reduziert. Ne, natürlich nicht. Also ganz gefährlicher draußen. Da bestimmt der Lucien Sanchez. Der Italiener kann schon nicht mehr. Paterski ist ohne natürlich 25. mit einer Stunde Rückstand. Einer der gefährlichsten. Wir kommen da. Achso, das ist der Italiener als Favorit. So, wir holen uns die Bergpreispunkte. So. Könnt jetzt gerne wieder normales Tempo fahren. Kein Problem, Jungs. Ich ziehe schon gerne die Berge hoch. So, die haben das Tempo reduziert. Boah, endlich. Guck dir Tura an. Er kann nichts mehr. So. Mal sehen, wie der Froschpunkt. Ja, so viel wird. Und wir fahren ja, wie ich es gerade sehe, hier. Da. Und da, derselbe Höhe. Wir fahren die Berge einmal Abfahrt und einmal hoch und wieder runter. Wir holen ihn hoch und holen ihn wieder runter, was? Der fährt so langsam, damit die anderen wieder aufschießen gehen, aber unser Vorsprung, der wird bleiben. So, wir fahren mal 60. Hat jetzt noch wieder jemand angegriffen, der fällt mir nicht. Hansen, der kann immer wieder angreifen, ist mir egal. Natürlich die Tagesform nicht gut, genau wie bei Konrad, der Fall geht runter. Folgt mir ganz doll. Versteckt da hinten im Hauptfeld ohne.
am Berg immer Tempo gehen oder was? Marco Haller. Das müssen wir mal erklären. Der Italiener kann schon wieder nicht. Villella. Oh, die werden mir wieder die Bergpreispunkte geben. Das finde ich super. Dass die so sozial sind, das ist echt super von denen. So, ich hole mal Emanuel Buchmann. Jetzt reicht es mir über den Abstand hier. Ich sehe ja nichts. 3 Minuten ist ja kaum was. Kannst ja wegfressen im letzten Berg. Aber es werden mehr. 4 Minuten. Muss jemand erklären, warum dieser so ein Tempo bolzen. So, boah, ich versuche mal was zu trinken. Auch wenn es der Bennett einen richtig guten Tag hat. Boah, ich versuche mal was zu trinken. 4 Minuten ist der Abstand. Ah, Jungs, bitte, bitte. Macht da keine Scheiße. Problem ist, jetzt kommt die Ebene. Nicht, dass die jetzt da wieder probieren wollen. Der Wind ist still. Ganz still ist der Wind. 3 Minuten ist klar. Natürlich, und wer kommt jetzt? Adam Hansen, wer hätte das jetzt genommen? Minus 2. Da geht die Krise, wenn ich das schon sehe. Minus 2. Der Manuel Buhmann hat einfach kein Glück. Fahren die jetzt so? Die fahren schon erhöhtes Tempo. Warum fahren die denn so ein geklopptes, hohes Tempo? Keinen Sinn, ey. Warte auch bloß 4 Tagesform. Hallo? Schützen? Kannst die Tagesform auch richtig nutzen heute. Der Abstand wird, glaube ich, auf 3 Minuten fallen. Oder aufsteigen. Der Fall wird er nicht, er wird aufsteigen. Oh, da hat immer einen Effekt. Chris Anker Sørensen. Oh, besser kann es eigentlich angelaufen. Der stärkste. Jetzt forcieren wir mal Tempo, Jungs. Forcieren. Dass der nicht zurückkommt, das wäre schön. Er hat nur 66 Grad auf Ebene. Damit Lucian Sanchez, da kannst du eigentlich ja echt zufrieden sein. Aber der Abstand, der wird immer kleiner. Mensch. Sam Bennett, Thomas Sofen. Die forcieren nicht mal das Tempo, trotzdem verlieren wir Zeit. Päh. Logik. Gesagt, nee, Anker sind immer noch nicht. Och, lass uns doch fahren. Das macht keinen Sinn. Tut mir leid. Gut, die anderen fahren diesmal mit. Fällt mir. Was gar nicht mehr. Oh, null. Lasst mir doch die Bergpreispunkte, Jungs. Im Hauptfeld. Lasst uns doch in Ruhe. Konrad hat jeden guten Tag, der gefällt mir auch nicht. Hat der Enkel jetzt nur noch Pech am Ende der Vuelta. Die Logik musst du mir erklären am Ende der Etappe. Soll er, weil werde mir erklären, warum der so ein Tempo bolzt. Er will noch mehr Abstand haben. Ich habe Bart aus 5 Tagen. Ich krieg die Krise. Ich kann's mal unserem Kollegen Konrad rüberschicken. Oh, Kwiatkowski, schon Probleme. Emanuel Buchmann muss die Jungs jetzt hier einholen, bevor er hier keine Bergpreispunkte kriegt. Los, Junge. Berterski eingeholt und dann den nächsten. Los, Busch. Wir sind dran. Oh mein Gott. Nein, lass uns doch die Punkte, du Arschloch. Und was eierst du denn da hinten rum? Wer wird mal da vorne? Kwiatkowski natürlich. Kein Ding für den King. Zweiter.
Wie viel kriegt man als Zweiter? Sechs. Hä? 20? 36. Dann 32. Könnte noch klappen, wenn wir die letzten. Aber das geht nicht. Der ist zu stark. Den kriegen wir nicht mehr. Energie gehe und dann probieren wir dran zu kommen. Oh, natürlich, das Feld wieder gerissen. Den musst du vor dem Anstieg musst du den haben. Komm ran da, Junge. Komm, zieh doch mal an. Ist doch der Abfahrt, Junge. Jetzt macht die Scheißlücke zu. Oh, Junge, leckt mich doch am Arsch. Da wirst du eben nicht erste Bergpreispunkte. Mir Oreal. Der zieht auch. Hurensohn zieht auch voll durch. Hurensohn bezeichnen. Ja, aber die 2 Minuten liegen auch weg. Die ist ja nix. Bist du so doof und fährst du nicht immer im Wind? Ja, Problem ist, wir müssen sowieso mit Kwiatkowski kämpfen. Ja. Tiefste wäre nice. Wenn der mal so stark wäre, aber Möglichkeit. Scheiße. Weil der keine gute Tagesform hat, der kriegt die Krise. Ja, die Movistar-Fahrer sehen aber auch nicht mehr fit aus. Jetzt müssen wir Tempo gehen, weil Kwiatkowski müssen wir jetzt loswerden. Das ist der letzte Anstieg. Ja, fahr mal Christopher schon. Natürlich, da musst du jetzt natürlich komplett Tempo ziehen. Kwiatkowski, Problem. Ja, vorhin waren noch Probleme, jetzt kann er super fahren. Oh, er scheint ja wieder Probleme zu haben. Er muss hier eine Zeit aus dem Sattel gehen. Ja, komm, ja, er bricht ein, er bricht ein. Das ist ein guter Kämpfer, das Problem. War links vorbei. So 26 Sekunden. Wir greifen noch mal an. Wo ist Kwiatkowski? Eine Minute. Energiegel. Dann die lange Abfahrt. Eine Nachricht hat er gekriegt. Mutter, der hat geschrieben, der ist zum Muise fahren. So, die Zweine. Oh, da kommen die. Wie ist Latke? Oder Lerni? Und jetzt 2 Minuten. Konrad Kempston, oh mein Gott. Noch Spam dran. Dranbleiben. Oh, hier hat gerade Fenster zugemacht. 3 Minuten. 3 Minuten ist der Vorsprung. Rodriguez müsste eigentlich fahren.
So, da ist der. Ja, da ist nochmal ein Berg. Reispunkte. So, jetzt müsste er fahren. Bus Costa. Der ist da. So, jetzt fährt Rodriguez. Super. Wir können uns erholen. Und der fährt mit Samuel Sanchez. Los, Jungs, fahrt noch ein bisschen schneller. Es wird immer mehr. 3 Minuten. Kommen die 5 Minuten. Wer ist denn da? Der erste der Bergpresspunkte. Die fahren Kwiatkowski hinterher. Der fährt ein Wahnsinnstempo. Aber wie lange kann er das gehen? Naja, der Blaser dürfte eigentlich gar nichts machen, weil das eine Konkurrenz von Rui Costa ist. Das ist die Logik des Spiels. Das ist so bescheuert, tut mir leid. Also, das ist Witz ist das. Wir müssen nichts machen. Wir haben vorne Christopher Froome vielleicht. Aber Juan Alaphilippe kann uns nicht mehr einholen. Die letzten 800 Meter. Wer ist hier der Schnellste? Amador. Tomile Slatka. Der Abstand ist natürlich kleiner, merke ich gerade. Aber was soll ich machen? Kann die ganze Zeit der Tempo gehen? Fährt auch irgendeiner von euch? Wir sind mit in der Gruppe. Wie viel verliert er jetzt am Ende? Ach, schade, reicht nicht. Weil die beiden Lambre-Fahrer, die helfen gegen tut mir leid, dass ich deswegen lache, aber das Spiel ist so doof. Ein Lampre-Fahrer würde nie jetzt Kwiatkowski helfen bei der Abfahrt. Tut mir leid, also das Spiel ist bescheuert. Also die Logik musst du mir erklären. Er würde Ende der Etappe Rui Costa zu Plaza gehen und ihn in die Fresse treten. Das ist so. Tut mir leid, das ist Schwachsinn. Und der Trudersack oder wie der scheiß Kroate da heißt, warum sollte ich da nicht mithelfen? Dann kann ich auch mit oben mithelfen. So bescheuert das Game, tut mir leid, also. Da will ich auch gar nichts dazu sagen, was einfach Blödsinn ist. Warum ist eigentlich hier ein Burger King-Tüte? Kein Plan. Ja, kein Plan habe ich. Hier, Christopher Froome, der wird uns bestimmt auch noch überholt haben, wiederholt der Siegerehrung. Ja, schöne Siegerehrung. 1,48 dürfte eigentlich nicht gereicht haben. Nee, hat auch nicht gereicht. Und dann am Ende sind es 2 Minuten wie auf Moreno. Ein Top 5 waren drinne. Und auch gegen Kwiatkowski. Aber weil die Lampre fahren. Die Logik. Die lassen wir da stehen. Die lassen wir so stehen. Lassen wir einfach so stehen. Ach, ey, das Spiel macht mich fertig. Bemanuel Buchmann, ja. Hat's verkackt. Ja, schade ist es. Mit 1,42. Das gibt's gar nicht. So viel Zeit hat er noch verloren. Am Ende hat er fast verschissen. Ja, Teamwert interessiert uns nicht. Froome ist der stärkste. Gesamtwertung knapp verkackt. Also was heißt verkackt, aber die Top 5 haben wir knapp verkackt. Wir hätten auch unter den Top 4 kommen können. Weit wollte nicht. Der hat keiner, wie gesagt, nicht einmal richtig geführt. Und der müsste führen. Die anderen hätten nichts machen müssen. Das ist ganz einfache Logik. Weil wer da weggefahren ist. Konrad muss nichts machen. Der sagt, warum soll ich was machen? Dann müsste eigentlich Rodriguez arbeiten. Und Samuel Sanchez, weil er ein super Abfahrer ist. Und weil die Spanier sich eigentlich immer gut verstehen. Ja, sollte nicht sein, dass wir unter den ja, Plätzen da weiter nach vorne kommen. Haben wenigstens einen Sieg bei der Vuelta geholt. Was auch was Schönes. Punkte sind wir denn. 12. Patrick Konrad. Ja. Hat es am Ende einfach nicht gereicht. Hat er einfach zu spät oder ist einfach zu spät aufgewacht? Hat einfach zu viel am Anfang für Dominik Netz gearbeitet.
Ja, so ist es. Too Briten, too of Briten, too of der Britannien, ne? Philipp Bauhaus, nochmal ein gutes Ergebnis. Und da der gedruckte Italiener. So. Kann ich gleich was rausschneiden hier mitten in der Folge. Endgültiger. Ah, jetzt müssen wir noch die Fahrer aussuchen für die Weltmeisterschaft, ne? Nationalteam, Straßenteams, Straßen Sprinter, ne? Kittel, John Degenkolb, Greipel, Niklas Arndt, Robert Wagner. Ja, und dann Ebene Fahrer, nee, nicht Berg, Ebene Fahrer. Björn Thurau, Paul Voss und Linus Gernemann. Dominik Nerz kommt auf jeden Fall mit. Nils, Polit, Sascha Sütterlin, Gretsch und Toni Martin. So, dann gehen wir weiter. Ja, ich weiß. So. Dann kommt die letzte Etappe der Vuelta Espanyol. Also sehen wir uns dann in der Morgen-Etappe der letzten. Also haut rein, bis dann. Ciao.